Sowas kann ziemlich verletzend sein, weißt du das? Ich meine, ich bin höflich zu dir, zeige Interesse, biete dir eine Kippe an und muss mich so behandeln lassen. Falls du glaubst, ich habe mir meinen Tod so vorgestellt, dann hast du dich ganz schön geschnitten. Mein Name ist Christian. Hallo. Mein Name ist Christian Vinzias, Baujahr 82. Du hast die Auswahl zwischen Rotwein, Weißwein, Reziner, Flasche, Prosecco, Hotelbräu. Ich sag dir, das ist das Schwierigste überhaupt. Taster brauchen nicht länger als 10 Sekunden. Das ist doch eine Geschichte, die du deinen Enkeln erzählen könntest. Ich bin immer besser mit gelerntem Text als mit improvisierten. Du schaust keine Filme, ne? Was hast du jetzt mit Filmen hier zu tun? Wir sollten einen Krankenwagen rufen. Richtig. Und dann werde ich sie im Krankenhaus besuchen, werde ihr Geschenke mitbringen, Blumen, mich entschuldigen und mit etwas Glück wird sie sich unsterblich in mich verlieben. Und ich sag da mal, Gagdichte erhöhen, nochmal was draufzupacken und nochmal, weil wegnehmen kann man immer. Du hast einfach keinen Sinn für Romantik. Nein, wenn das Romantik sein soll, dann habe ich keinen Sinn dafür. Liebe braucht keine Augen, das geht übers Körperliche hinaus, aber Ihr das Körper verstehst du ist ein nicht. Gottverdammter Picasso. Ach, ein Picasso. Jetzt bist du auf einmal ganz schlau, Okay, oder was? okay. Also natürlich würde jeder Schauspieler sagen, ich kann alles spielen. Kim, nur weil der Verfasser ein Wichser ist, heißt das noch lange nicht, dass sein Werk nicht doch etwas Gutes hat. Aber ich will solche Leute nicht unterstützen. Dann lad dir die Sachen illegal aus dem Netz herunter. Oder kauf dir Fälle Idee im Secondhand-Shop. Dann haben die Künstler nämlich gar nichts davon. Batman. Batman hat einfach die besseren Gadgets. Batman hat Alfred. Und was hat Spider-Man? Mary Jane? War es das, was du sagen wolltest? Weiß ich nicht mehr.